Hallo liebe Giga-Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch parat. Und zwar ist es diesmal ein Eingabegerät von Razer. Ich hoffe, man sieht das. Die Reflexionen sind ein bisschen stark. So, jetzt habe ich die richtige Position gefunden. Es ist die Razer Hydra. Ein Bewegungssteuerungseingabegerät für den PC, für Xbox gibt es die Kinect, da muss man den Handel von Körpereinsatz vor der Tiefenschärfekamera dann im Hand agieren. Die PlayStation hat PlayStation Move und natürlich die Wii, die kann man schon fast sagen, die Mutter aller Bewegungssteuerung, hat eben halt seine Move Controller. Ne, nicht Move Controller, sondern seine Nunchuck und das andere Ding. Ich habe keine Wii, deshalb kenne ich mich mit den Namensgebungen von Nintendo eben halt nicht aus. Das ist aber die Razer Hydra. Es kommt sogar mit Portal 2. Ich zeig's nochmal. So, hier steht noch Portal 2. Das heißt, wenn ihr dieses kleine Gerätchen euch holt, gibt es noch Portal 2 dazu. Packen wir das Gerätchen einfach mal aus und schauen mal rein, was in diesem Paket drin ist. So. So klappt man das auf. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich habe nur das Plastik da entfernt und weiß wirklich noch nicht, wie ich das zu entpacken habe. Normalerweise schreibt Razer auch sehr deutlich hin, wie man das auspacken hat. Aber naja, jetzt holt man das da so raus. Hier hinten sieht man schon einen riesengroßen Kabelboost. Packen wir einfach mal ganz schnell. So, komm weg. Und hier kommt mir schon was entgegen. Das typische mattschwarze Heftchen von Razer. Wer schon mal ein Razer-Produkt hatte, der kennt das. Eine kleine Gratulationskarte, dass man sich für dieses Gerätchen entschieden hat. Hier ist noch Portal 2 Produktcode dabei, damit man sich das eben halt herunterladen kann. Ich halte es mal zu. So. Quick Guide. Ja, das sollte man sicherlich auch mal sich genauer anschauen, bevor man das Gerät einsetzt, denn Bewegungssteuerung ist ja noch nicht so bekannt beim PC. Dort agiert man ja immer noch gern mit Maus und Tastatur, was natürlich den meisten mehr Spaß bringt, oder? Mehr daran gewöhnt ist, weil es schon länger existiert. Und dann noch zwei kleine Aufkleber von Razer. So, jetzt will ich mal das Gerät versuchen zu entblättern. Es ist gar nicht so einfach, denn es verhakt sich hier jetzt gerne. So, die Schachtel legen wir mal beiseite. Da ist hier schon ein Kabel runtergefallen. So. Und dann ist hier noch alles gesichert mit einem Streifen. Auf der anderen Seite auch nochmal. So, jetzt haben wir das Gerät fast draußen. Das sieht aus wie ein kleines UFO. Das ist aber die Parkstation für die zwei Bewegungssteuerungscontroller. So, jetzt habe ich das komplett entblättert und werde es euch mal ein bisschen besser aus der Nähe zeigen. So, das sind die zwei Bewegungscontroller. Identischer Bauart, fast identischer, aber doch bei identischer Bauart. Hängen beide an einem Kabel dran, das man dann an diesen kleinen Ball hier eben halt anschließt. Und zwar so rum. Oder? Doch, so. Und das ist das USB-Kabel, womit man dann in seinen PC hineingeht. An dem Controller befinden sich, jetzt machen wir mal kurz mal die etwas hässlichen Klebestreifen noch ab. Ja, ist gar nicht so einfach. So. Da und hier. Oh, dann können wir uns das Gerätchen mal ein bisschen besser angucken. So.
Ich zeige das aber mal an eines Gerät. Es findet sich hier ein Steuerungscursor. Oben sind zwei Schultertasten. Und hier unten sind noch vier weitere Tasten plus noch einen zentralen Button dazu. Das Ganze, wenn man das in die Parkposition bringen will, sollte man eigentlich... Wie legt man das SS rein? Ich frage mich echt, wie man das da reinlegen soll. Ah ja, so. Man legt es einfach nur so rein. Und fertig ist das Gerätchen. Klar, so rum gehört das. Mal kurz Kabel entwirren. So würde es dann auf euren Schreibtisch stehen. So, jetzt wollen wir mal kurz mal sehen, ob ich das auch mal kurz, ob dieser Ball auch leuchtet. Es ist zwar nur schickimicki, denke ich mal, wenn das Ding jemand leuchtet, aber sollte auch ein bisschen optisch was hermachen auf eurem Schreibtisch. Nicht nur die Leute verwirren und die Leute sollen sich fragen, was macht man mit diesem Gerätchen hier? Denn so, ich versuche mal mit dem USB 1.0 einzugehen und mit 2.0 und zu schauen, ob das auch in Betrieb geht. Ne, das gibt zu wenig Saft. Man muss direkt an den PC ran. Gehen wir doch mal ran. Stöpsel ist rein. Und ihr seht, voila! Ich hoffe, es sieht man. Ja. Es leuchtet grün. Es leuchtet echt grün. So. Installing Device Driver. Die ganze Installationsorgel der Software lassen wir erstmal weg. Das war das Unboxing zum Razer Hydra. Bewegungssteuerung für den PC. Hier nochmal das Logo von Razer und da der Name Razer Hydra. Alles weitere findet ihr erstmal in unserem Unboxing-Test. Ein kurzes Hands-on werde ich euch in den nächsten Tagen auch noch bereitstellen und dann später natürlich noch einen Test mit den Kollegen zusammen an einem PC und Portal 2.